Auf den Vorschlag Boris Rhein entfielen Ja-Stimmen 74. Er hat die Wahl gewonnen. Der bisherige hessische Landtagspräsident Boris Rhein von der CDU ist damit neuer Ministerpräsident des Bundeslandes an Rhein und Main. Der 50-Jährige wurde am Dienstag im Landtag in Wiesbaden zum Nachfolger von Volker Bouffier gewählt. Rhein erhielt bereits im ersten Wahlgang in geheimer Abstimmung die ausreichende Zahl von Stimmen, ja sogar mehr Stimmen als die Zahl der Abgeordneten der Regierungsfraktionen von CDU und Grüne. Rhein wurde zuvor von Bouffier als sein Nachfolger vorgeschlagen. Der 70-jährige CDU-Politiker Volker Bouffier war am Montagabend nach 12 Jahren im Amt als dienstältester Länderchef feierlich verabschiedet worden.